Und dann würde ich da unten eigentlich nochmal die Stoffe holen wollen. So, es ist immer noch nicht ganz... Ein Schiff wurde fertiggestellt. ...ganz so toll, wie ich das eigentlich haben möchte. Wir düsen mal darunter. Da würde ich mitnehmen. Stoffe. Stoffe. Gibt's hier noch irgendwas, was ich unbedingt... Nö, da ist Kakao. Da kümmert sich jemand anders drum. Hier sind Gewürze. Da kümmert sich auch jemand anders drum. Das heißt, ich mache das direkt so. Ja, komm. Stoffe ausladen und Stoffe ausladen. Und los geht's. So. Und die Schmiederei kommt nicht hinterher. Das ist immer bitter. Die Goldschmiederei. Warum auch immer ich hier so viel Dingens habe. Okay, wie auch immer. Wir können eigentlich mal wieder auf die Idee kommen zu sagen, wir bauen ein paar Hütten. Da zum Beispiel und da. So. Bei denen erhöhen wir natürlich die Steuern ganz massiv. Verkaufe ich eigentlich Alkohol? Nö. Ich verkaufe Werkzeug, Gewürze und Kakao. So, und dann wäre es jetzt ja eigentlich an der Zeit, die Kriegsflotte aufzubauen. Aber erst, wenn wir wieder eine positive Bilanz haben. Eigentlich. So, das wären 42. Nein, 45 waren es, genau. So. Du, 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 du. So, jetzt haben wir halt, wie gesagt, eine kleine Durststrecke, über die wir rüber müssen. Und wir versuchen halt jetzt wirklich so peu à peu unseren Bedarf zu decken. Also eigentlich müsste der Bedarf, den wir da haben, der müsste ja theoretisch für, wie heißt's, für die Anzahl der Menschen gereicht haben. So. Wir laden mal das ganze Werkzeug wieder aus. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Ja, gibt es eine Feuerwehr in der Nähe? Ja, da ist eine. Kommt die? Ja, sie kommt. Das ist gut. Da muss ich es nicht abreißen. Was bist du für ein Schiff? Du bist das Lebensmittelschiff. Das ist auch nicht schlecht. So, und du bist noch ein Lebensmittelschiff. Das ist auch gut. Das heißt, die Sache mit der Nahrung, die hätte ich jetzt auch. Wunderbar. Der Schmuck ist mir... Pups, muss ich ganz ehrlich sagen. Steuertechnisch ein bisschen. Stoffe habe ich genug. Das heißt, eigentlich kann ich versuchen, Rohstoffe zu verkaufen, und zwar dich.
Da wüsste ich nicht, wer... So, das sind Betriebskosten, die könnte ich mir eigentlich runterschmeißen. Gesichert. So. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen in einem Metier, wo es ein bisschen gemütlich ist. Es mangelt an Alkohol. War das mein Alkoholzug? Nein, das war mein Lebensmittelzug. Es mangelt an Alkohol. Brauche ich wieder ein Schiff für mehr Alkohol? Offenbar, ja. Also dich, noch ein Schiff bauen. So. Vielleicht sollte ich auch die Schiffe mal umbenennen. In das, was sie transportieren. Ja, und dann würde mich mal interessieren. Zack, zack, zack. Also, warte mal. Warte mal, Junge. Du bist viel zu langsam. Okay. Das heißt, ich würde eigentlich die Waren über Bord werfen. Über Bord. So, und dann kannst du wieder auf deine Route gehen. Okay. Wunderbar. Wir sind wieder auf positivem Stande. Das heißt, Spielstand gespeichert. Und dann hätten wir jetzt einen Stand, wo wir sagen können, okay, damit können wir arbeiten. Vielleicht sollte ich noch eine Goldschmiede irgendwo hinbauen. Zum Beispiel da oben. Einfach um den Bedarf an Gold zu decken. Oder hier. Ja, so können wir eigentlich machen, ne? Gut, da ist jetzt hier wieder jemand aufgestiegen. Das kommt mir ja aber entgegen. Mein Gold haben wir genug. Habe ich gerade mal zu gucken. Gold haben wir an und für sich genug. Genau, das heißt, wir brauchen eigentlich bloß noch eine Goldschmiede. Wenn man denn mal ein bisschen Holz hat. Mal wieder. Da kommt jetzt aber gerade welches. Das ist gut. Dann baue ich jetzt eine Goldschmiede. Ach, eins. Was soll. Also Holz ist gerade so ein bisschen ein Mangel. Wunderbar. Okay. So, die Sache mit den Kaufleuten passt. Die Sache mit den Aristokraten passt noch nicht so ganz. Aber die wird sich auch bald wieder einrenken. Wenn wir den Bedarf an Schmuck wieder gedeckt haben. Und dann kriegen wir wieder positive Einnahmen. So, das wäre so ein Stand, wo ich sagen könnte, okay, den friere ich mal ein. Bin nochmal am Speichern. Hier, Piratenplage, Sicherung. Sich, Piratenplage sich. Ja, aber dann nennen wir es sich, oder? Spielstand gespeichert. So. Nicht, dass ich damit noch irgendwas assoziieren könnte, wenn ich es dann jemals wieder mir ansähe. So, das wäre dann quasi so ein Schiff. Das würde ich nochmal vielleicht auf eine Alkoholtour schicken.
So, die Lebensmittel erholen sich. Der Alkohol, der macht mir noch so ein bisschen Sorgen. Da müsste ich mal durchchecken. Alkinsel. Das ist ja auch mal ein geiler Name für eine Insel, ey. So, und die hier ist Abmond. Okay. Ist mir schon wieder ein Schiff untergegangen, oder wie? Da hinten, da unten habe ich keine Alkoholinseln mehr, ne? Das würde ich ja dann tippen. Der müsste mir Alkohol bringen. Oder der. Oder der? Kein Alkohol, kein Alkohol, kein Alkohol. Ich weiß nicht, was das mit diesem Ausladegedönse ist. Bin ich so unaufmerksam oder... was soll dieser Schwachfug mit diesem nicht vollständig ausladen? Ich hoffe, das Schiff ist bald fertig, weil dann kann ich nämlich endlich meine Alkoholinsel vervollständigen und dann würde ich meine Kriegsflotte aufbauen, also meine... Genau. Dann würde ich die Jungs da aushungern. Ich weiß, ich müsste eigentlich auch Soldaten bauen. Habe ich eigentlich eine Kaserne? Also da oben ist eine Kanonengießerei, aber eine Kaserne in dem Sinne sehe ich jetzt noch nicht. Euch kann man eigentlich auslöschen. Na gut, kann man nicht. Doch, kann man vielleicht schon. Nee, das wäre ein Arzt. Da ist eine Schule. Hier ist eine Schule. Decken die sich? Ja, die decken sich. Da ist der nächste Arzt. Okay, das geht noch nicht so wirklich. Da hätten wir wieder Alkohol. Okay, wir pendeln uns langsam ein. Wie gesagt, es wird dann noch spannend. Es wird dann noch spannend, wenn wir dann wirklich an den Punkt kommen. Gold geht irgendwann mal aus. Okay, hier könnte man eigentlich Kakao verkaufen. Bis zu einem Bestand von 50 Tonnen. Oh, da draußen schneit's aber gerade ganz schön. Eure Werft hat ein Schiff fertiggestellt. Das ist super. Dann kann ich jetzt dich nämlich wieder auf eine Alkoholtour schicken. Einmal hier. Alkohol und Alkohol. Und dann einmal hier bitte. Alkohol. Es mangelt an Schmuck. Und Alkohol. Immer noch. Und dann hier Alkohol und Alkohol. Aus, aus. Hier, zack. Alkohol und Alkohol. Raus und raus. So. Wunderbar. Ja. Okay. Gold haben wir noch nicht genug. Gold mangelt uns auch so ein bisschen. Aber gerade ist es mir egal. So, und jetzt fange ich wirklich an. Ich hoffe ja nicht, dass da noch irgendwas dazwischen kommt. Jetzt würde ich wirklich mal langsam anfangen zu sagen, waren da nicht noch irgendwo Bürger?
Also theoretisch können wir da noch eine Schule hinsetzen und hier irgendwo noch eine Kapelle. Wenn man die ein bisschen weiter voranbringen wollen würde. Okay, 31. Kaufleute sind 32, oder? Ja, genau. Kaufleute sind 32, dann sind Aristokraten 31. Alles klar. So. Das heißt, jetzt würde ich wirklich mal anfangen. Was braucht der noch? Okay. Jetzt würde ich wirklich mal gerne anfangen. Wie oft muss ich es noch sagen? Spielstand gespeichert. Meine Armada oder mein... meine Schiffsflotte aufzubauen. So, und die Leute, die würde ich jetzt erstmal auch so in Ruhe lassen wollen. Und mit 5 so Kriegsschiffen könnte ich halt wirklich schon mal auf... auf Piratenjagd gehen. Was ich halt wirklich noch so ein bisschen berücksichtigen muss, ist, dass wir... natürlich auch Kanoniere brauchen. Das erzeugt ja auch wieder so massive Kosten. Wir brauchen noch Kanoniere, die uns dann halt wirklich auch diese Insel platt machen. Aber es gibt ja zum Glück bei denen nur Türme und keine Piratensoldaten, soweit ich es weiß. So, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Die Lebensmittel, der Alkohol normalisiert sich, die Lebensmittel normalisieren sich so ein bisschen. Sieht jetzt momentan alles relativ okay aus. Der Schmuck, klar, ist Mangelware. Gold wird uns auch bald ausgehen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo ich sonst noch Gold herkriegen sollte. Interessanterweise haben wir keine... das ist eine Goldmine, aber wir haben kein Goldkringel da oben drüber. Das heißt, wir könnten eigentlich mal dieses Schiffchen nehmen. Abgesehen davon, dass wir jetzt erstmal das Werkzeug wegbringen. Wie viel haben wir noch? Eine Tonne, ja toll. Okay, abgesehen davon, dass wir jetzt erstmal das Werkzeug da wegbringen, könnten wir jetzt natürlich sagen, wir schnappen dieses Schiff und inspizieren die Insel nochmal. Sofern es möglich ist. Okay, also, dann düsen wir doch mal mit dir da runter. Ist ja egal. Dann kriegen die Piraten das vielleicht, juckt ja nicht. So, wir werden jetzt mit dem Schiffchen die Insel noch ein bisschen inspirieren. Haben wir auch noch 10 Tonnen Kanonen. Ja, wenn du gerade hier bist, stell dich doch mal dahin. Okay, also die kann man nicht inspirieren. Alles klar, dann düst doch mal weiter hier runter. Aber die Frage ist bloß, kommt man da rein? Kann man da rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Mir gerade mal egal, ich will es bloß ausprobieren. So, da oben, da könnte es Tabak geben.